Willkommen Leute zur 30. Folge von Days Gone. Und zur Feier dieses Jubiläums will ich euch mal nochmal von unserem Discord-Server erzählen, wo ihr über Let's Plays und Streams mitentscheiden dürft, wo ihr mit uns labern könnt, wo ihr eure Spielewünsche uns mitteilen könnt oder halt auch einfach über Gewinnspiele informiert werden könnt. Hallo? Ist da jemand auf dem Kanal? O'Brien, bist du das? O'Brien, du hast noch ein Funkgerät von uns. Gut, okay. Hör zu, ich versuche dir zu helfen, diese Frau zu finden. Sarah Whittaker. Ich habe sie in den Heli gesetzt, in der Nacht in... Ja, ich weiß, okay. Aber zuerst musst du was für mich tun. Was? Du willst was von mir? Achte auf die Digitalanzeige deines Geräts. Ich schicke dir eine verschlüsselte Nachricht. Koordinaten. Wir treffen uns dort. O'Brien, worum zum Teufel geht es hier? Einfach dort. In meiner Nähe wird's von Nero-Soldaten wimmeln. Sie dürfen dich nicht sehen. O'Brien Ender. Ein Haufen Mörder und Vagabunden. Wir schießen alle. Jetzt treffe ich dich. Oh, sorry. Ja, ich sehe, wie du da rumläufst. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ach, schade, ich habe jetzt gedacht, ich werfe den runter. Oh Gott, ich falle runter. Ja. Ah, er ist tot. Den Kerl platt. Weg, hier ist Cope. Bist du da? Copeland, ja, ich höre. Ich komm vorbei, wenn's passt, okay? St. John Ende. Ach, mein Bike. Ja, Discord-Server übrigens. Oh, leck mich am Arsch. So, Discord-Server. So, Discord-Server ist ganz unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt. So. John, kommen. Deke, hörst du mich? Hey, Tuck. Gibt's was zu tun? Okay, ich komm vorbei. Deke, Ende. Jetzt werden erstmal da hinten die Nester ausgeräuchert. So. Je behindern nehme ich meine Schnellreise. Und da ist ein Fragezeichen. Zwei Fragezeichen. Und da ist ein Baum. So, da ist eine Brücke. Schauen wir mal, ob unter der Brücke vielleicht was ist. Ein Fragezeichen vielleicht? Nein? Stimmt ja. Ich muss die letzten Nester verbrennen. Ich habe keine Ahnung, ob das Feinde sind oder nicht. Sehr schön. Ja, sind Feinde. Vollidioten. Wow. Also die Ripper-Klinge ist echt gut. Mehr Beute. Ach, da liegt ein Toter, okay. So, wie gesagt, das Folgenziel ist, die Nester zu verbrennen. Ja, guck mal an. Scharfschützengewehr. So. Na gut, das ist nur der infizierten Bereich. Das ist ja nicht das Nest.
Ja, shit happens. So, das sieht doch aus wie ein Nest. Oha. Gute Nacht. Komm, da liegt frisches Futter. Ich würde ja schon mal interessieren, wie die sich infizieren. Ob da ein Biss reicht, aber die zerfetzen ja ihre Opfer. Ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Hab dich. Eins habe ich jetzt verbrannt, ja. Ganz ruhig. Das finde ich aber auch geil, dass man hier in die Häuser kann. Ich meine, gut, man sieht ja nicht viel. Aber trotzdem alleine, dass hier drin was ist, finde ich richtig cool. Detailmäßig. Oh, nein, 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 Scharfschütze. Wow. Was macht ein Scharfschütze da oben? Geh schon rein. Okay. Eine Plage weniger, hä? Huh? Fertigkeit. So. Da habe ich zwei. Da geht's jetzt weiter. Wenn ihr wollt, kann ich auch einen Baum, ja, auf jeden Fall mal bis Stufe 6 kommen, bevor ich da weitermache. Aber ich weiß, dass man im Laufe des Spiels ohne Probleme alles freischaltet. Also mit Endgame. Ich würde jetzt hier mal die Fernkampfwaffen für schwächere Gegner eher aufhalten, weil eben als der Schwärmer auf mich zugerannt ist, konnte ich den ja nicht stoppen. Damit dürfte es vielleicht ein bisschen leichter gehen. Wenn ich einen Gegner dadurch noch betäuben kann.
Oh, welche Hälfte untersuche ich jetzt? Wieso trägt ein Torso Nägel mit sich rum? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe da einen Schlafplatz gefunden. Nest. Wirst du gleich um die Ecke sein. Noch ein Nest. Bleib mal los. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Ah. Ach, guck mal da, die nehmen mir das, glaube ich, ein bisschen übel. Tot oder betäubt? Oh, was für eine wunderbare Körperhaltung. Oh, schade, ich kann Tote nicht mehr bewegen. Sorry, ich lasse einfach nur nicht gerne irgendetwas rumliegen. So, da muss ich euch einfach plündern. Danke, du Lappen. So, dann will ich jetzt mal auf die Farm gehen. Na, aber vielleicht erstmal noch das Taxi plündern, wenn es geht. Ja, dumm gelaufen, ne? Aus dem Weg mit dir! Oh ja, die Farm sieht schon ein bisschen besser aus. Das ist ja echt so ein Mini-Gebiet. Ja, wie komme ich bei euch rein? Ich höre ein Tor, das aufgeht, aber ich sehe nichts. Ah. Aufmachen. Das ist der Drifter. Ich kann rein. Ja, hier ist aber auch wirklich gar nichts. So, gut, dann gehe ich mal dahin, weil da ungefähr müssten die Scharfschützen gesessen haben. Wenn da ein feindliches Lager ist, will ich das natürlich auch erledigen. Ja, das ist auch der Scharfschütze, den ich hatte. Oh, fuck.
Scheiße. Was habe ich noch gesagt? Ich hätte mal gern Bär. Wow, Gott. Oh Gott. Hä? Willst du dich boxen? Dann komm her. Wow. Oh nein, du entkommst mir nicht. Wow. Huhuhu. Geht dir wieder gut ab? Ey, ich will meinen Bart wieder. Das gibt Punkte. Aber wirklich. Nicht zu knapp. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Kantholz. Ja, das sind die Drecksäcke von eben. Au. Habt ihr mein Bike umgeworfen? Böser Fehler. Benzinkanister. Komm. Ah, gutes Timing. Das sollte reichen. Ich krieg das hin. Los geht's. Das war doch geil. Oh, es schneit. Es gab großes Lob, wie der Schnee auf Deacon reagiert. Habe ich jetzt noch gar nicht so beobachten können. Der würde richtig von der Kleidung abperlen. Und auch liegen bleiben nach einer Zeit. Oh, was zum Teufel. Danke. Sollte ich mir mal anschauen. Du musst dir nicht alles anschauen, Deacon. Sondern waren das einfach nur Plünderer, die zufällig da waren. Das war kein Lager oder sowas. Okay, ist ja auch mal nicht schlecht, sag ich mal. So, das sieht nach einer Siedlung oder sowas aus. Da werde ich mal hinfahren. Okay, links läuft einer. Dann mal los.
und ciao. Oh, was ist denn da vorne? Ha. Ich sehe da mal keine Leichen hängen. Was ist hier passiert? Sag nicht nein. Wow. Liegt da eine Hälfte und die andere Hälfte da unten, oder was? Oh ja. Oh ja. Sieht so aus. Was ist denn das? Ein Sägewerk. Warte mal. Irgendwie kommt mir das ja bekannt vor. Wow! Wow! Fuck! Was ist denn das? Ach du Kacke, ich bin weg. Das ist das Sägewerk aus dem Game, aus dem ersten Gameplay-Trailer. Wow! Okay, ich habe mich irgendwann ja mal beschwert, dass es zu kleine Horden hier gibt. Vergesst das. Vergesst das, was ich da gesagt habe. Scheiße! Was war denn das für eine Horde gerade? Was war das? Was war denn das gerade für ein Geräusch? Noch ein Plünderer-Camp. Ja. Ich weiß schon, was ihr Arschlöcher vorhabt. So, gut, dann ist das Plünderer-Camp jetzt mein Ziel für diese Folge noch. Und in der nächsten mache ich dann mit den Hauptmissionen weiter. So. Ich komme gerade echt nicht über diese Hordenmenge da weg. Wow. Über die. Aber was das gerade für eine Anzahl war. Beim Kacken gestört. Das tut mir ja fast leid.
Ich habe jetzt auch gerade nicht aufgepasst, wie viele das sind. Ich muss sie alle töten. Jeden einzelnen dieser verfluchten Mörder. Ja, ja, Deacon, wir haben es verstanden. Ach, einer von 15. Ach, der Typ, der da unten gekniet hat, war gar keiner von denen. Oh. Hopsa. Das tut mir jetzt fast leid. Komm, such den Stein. Ist schön, dass er mich noch bemerkt hat vor dem Tod. Was? Wieso kann ich den Kerl nicht stealth killen? Wie geht's dir? Was zum... Weil er gerade an ein Toilettenhäuschen dran war, kann ich ihn nicht stealth killen, weil er in einer Aktion war oder was? Also irgendwo da oben ist ein Scharfschütze. Ja, die Bewegung kommt von hier. Das heißt, er sitzt da oben irgendwo. Geh mal gucken. Ja, du bist doch eine blöde Kuh. Wenn ich jetzt eine Horde hätte, könnte ich die da durchrennen lassen. Geh runter. Hey, was geht? Was geht? Hier ist doch was. Was zum... Gefällt euch das? Komm nur mit deinem Kantholz. Ich hab dich doch gerade gesehen. Ich sehe sie. Ja.
Ach, ihr macht's mir nur unnötig kompliziert. Das mag ich nicht. Hast du mich gerade getreten? Oh, scheiße, ich habe gar keine Lebensenergie mehr, sehe ich gerade. Das nennt man echt in letzter Sekunde. Ja, jetzt habe ich dich. Stopp, der Schwein! Er hat gewonnen! Wie viele von euch gibt es hier eigentlich? Auch egal, nicht genug. Nicht genug. Das sind meine Sprüche. Dann ist mir Steven wieder total sympathisch. Okay, Rückzug. Zieht euch zurück. Hab ich dich. Oh, gut reagiert. Ehrlich gesagt, mich gibt's ein Wunder, dass wir noch keine Horde angelockt haben hier. Mit dem Lärm, den wir hier veranstalten. Na los! Renn, du Arschloch! Bewegung, wir ziehen uns zurück! Ich glaube, das war's. Nein. Die Straßen werden etwas sicherer sein. Zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ich frage mich, ob sie hier irgendwo einen Bunker haben. Ich wette darauf. Bis jetzt hatten sie doch immer einen Bunker, Deacon, oder? Aber erstmal alles nachladen, was ich habe. Da ist er. Ah. Auf die Lücke. So, cool. Also, wir haben eine riesige Horde entdeckt. Wir haben einen Bunker entdeckt. Und wir haben ein infizierten Gebiet gereinigt. Also ich bin eigentlich bis jetzt ganz zufrieden, was hier so abgeht. Noch ein paar Punkte mehr und ich kann das Bike dann ein bisschen verbessern. Klingt doch auch schon mal ganz nice. Hallo, eine Karte. Sie haben ziemlich viel markiert. So, plus Vertrauen. Besserer Schläger, das klingt doch auch schon geil. So, da sind die Hinweistafeln, da ist ein Nero. Story, das Ende der Welt. Ja, klar, beim alten Sägewerk sehe ich so aus. So. Okay, dann ist jetzt mein nächstes Ziel. Lasst mich mal überlegen, wie wir das machen. Ich werde zu dieser Hinweistafel. Ach nein, mein Motorrad steht ja da oben. Gut, ich werde jetzt zum Motorrad zurückgehen. Und die nächste Folge startet dann auch hier. Bike Bergen. Ach, schau mal an. Und dann fahre ich hier zu dieser Quest. Erstmal Bike, dann die Quest. So. Und vielleicht auch erstmal schlafen. Ja, wisst ihr was? Erst schlafen und dann gehe ich zum Motorrad zurück. Ah, okay. Also Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Einschalten und bis dann. Ciao.